Ja, ich versuche jetzt noch einmal ganz da weit im Norden die Straße, die wir ja immer entlang laufen, oder schon mal entlang laufen, noch einmal zu durchqueren, dass wir vielleicht zum Nekromanten kommen. Vielleicht bringt uns das was. Wir haben ja hier einige Quests noch offen, beziehungsweise nur die Infos. Was haben wir da? Wir hatten hier ja irgendwie... Was genau da... Free States, eine Goblins und Strasm Kai. Arvanish. So, Necromancer's Curse. So, oder warte, wir haben hier ja auf... wo war denn das? Irgendwo da vorne... auch noch irgendwo einen Eingang gehabt. Die, vielleicht sind da die Katakomben oder so. Nein, das wollte ich nicht. Einfach aufmachen, bitte. Looks like it's locked from the inside. Looks like it's locked from the inside. Ich glaube, wir müssen hier vielleicht schwimmen. Müssen wir einen anderen Weg finden da rein. Das ist von der Innenseite verschlossen. Von innen. Also muss es hier vielleicht auch irgendwo einen anderen Eingang geben. So, egal, wir gehen jetzt erstmal diese Straße hier entlang in Richtung Norden. Und gucken, dass wir vielleicht nach einem Gast haben. Das da wäre jetzt auf jeden Fall eine geile Idee, da die Nekromanten-Quest zumindest jetzt schon mal fertig zu haben. Wir werden hier auf offener Straße gar nicht angegriffen. Machen wir auch davor, bevor wir da reinspringen oder durchspringen und so weiter, erstmal auch ein Safe Game. So, und dann gucken wir, ob wir vielleicht danach... Ob das jetzt in der jetzigen Folge oder danach die Folge sein wird, weiß ich nicht. Das sieht aber auch sehr interessant aus hier, muss ich ehrlich sagen. Das ist ein Loch. Okay. Egal, dann gehen wir mal lieber weiter. Das führt irgendwo rein, aber vielleicht hier unten irgendwo. Da haben wir einen Eingang. Da haben wir eine Höhle. Wir machen hier ein Safe Game. So. Und nochmal raus. Vielleicht müssten wir gegen den da kämpfen. Ich weiß es nicht. Jo. Jo, geh kaputt. Alter. Der hat uns richtig viel Leben rausgenommen. Search Money. Okay, 7 Gold. Immerhin. Ah, und noch ein Heiltrank. Immerhin. Truhe looten wir auch gleich. Wenn das geht. So. What's this? Ah, Gold. I could use this. Okay, wir haben wieder einen Heiltrank und ein bisschen Gold dazu verdient. Können wir jetzt hier auch mal weitergehen? Was ist mit dem? I'm quick! Open a sharp sword. There's blood.
Alter. Was will der denn jetzt von mir? Okay. Immerhin. Jetzt haben wir aber... immerhin hat der einen Health Potion gehabt. Ich habe jetzt aber nichts mehr, oder? Ne, ich habe keine Health Potions mehr. Warum hat der mich jetzt angegriffen? Weiß ich nicht, verstehe ich nicht. So, hier geht's nach Schlossen Kai und das andere war Alven Ngasta. Da muss es doch irgendwie einen Weg geben. Da unten sind auch noch Leute. Bevor wir dahin gehen, machen wir auch noch mal ein Save-Game. So, und hier nochmal Cyrus. Ich glaube, der will uns angreifen. Well, what are we doing out so far from town? Just a few more seconds and it'll all be over. Interessante Stimme hat er auf jeden Fall. You can use that, can't you? Jo, dann werden wir wahrscheinlich noch überleben. You can use that, can't you? I'm so sorry, but I need your coin, so you must... Jo. Just die easy, little one. Ja. Gut, dass wir hier gespeichert hatten, gegen den kommen wir erstmal nicht an. Aber das war jetzt... Ja, das war unser zweiter Tod. Unseren ersten Tod hatten wir, als wir da von dem Seeungeheuer verschlungen wurden. Das war nochmal Jump. Ach, hier. Hier müsste jetzt gleich alle wieder kaputt gehen, oder? Oder sind die kaputt gegangen? Ne, die gehen wieder normal an. Nein! Okay, wir werden da vorne gleich nochmal ein Save-Game machen. Hat nicht so geklappt, wie ich das gewünscht hatte. Hier jetzt ein Save Game. So. Auf Cyrus. Und dann versuchen wir es noch einmal. In der Hoffnung, dass wir... Nein! Jetzt gehen wir erstmal öfters drauf. So. Steuerung ist nicht immer einfach. Ja, jetzt hat's geklappt. Nein! Okay, hier sind wir noch sicher anscheinend. Jetzt wurden wir gefressen. Alles nochmal von vorne. Nach vorne springen, bitte. Ist echt nicht einfach. Jo, man muss früh genug vorne springen. Okay. Ist jetzt noch alles gut?
wir mal, ob wir auch wirklich rüber können. Jetzt komme ich hier nicht hoch. Nein, nein, das ist nicht. Ich hätte jetzt kurz Panik gehabt, dass ich irgendwo falsch abspringe. Jo, genau. Kann ich das Ding da nutzen? Nee, kann ich nicht. Talk to Boltman, was? He doesn't look like the talking type. Perhaps I should offer him a fare. Alter, der hat zu mir gedreht. He doesn't look like the talking type. Perhaps I should offer him a fare. Okay, der hat sich wieder weggedreht. He doesn't look like the talking type. Perhaps I should offer him a fare. Okay, kommen wir hier erstmal nicht weiter. Bis zum Nekromanten. Das heißt, da muss vorher irgendwas passieren. Stimmt. Denn so kommen wir. Wir kommen erstmal nicht nach Gaster. Sieben von Gaster. So. Aber dann, dass wir den ganzen Weg jetzt erstmal wieder zurück gehen dürfen. Gab es jetzt irgendwie was Neues hier? Nee. Okay, mit dem Boatsman, den Skelett, kann ich erstmal nicht quatschen. Ich muss dafür vielleicht irgendwie irgendwas finden als Bezahlung. Habe ich hier eigentlich jetzt? Ich habe 176 Gold. Und Strength Bow. Spider's Milk, Ektoplasma. Ich habe keine Ahnung. Jo, alles klar. Ging dann einfach schnell hier. Dann gehen wir mal nochmal zurück. Vielleicht erst einmal eine Quest erledigen hier für Dings, wie heißt er da nochmal? Haben wir den überhaupt gelootet? Ja, den hatten wir gelootet, okay. Hier, wie hieß der Typ da nochmal? Also in der Dema-Ruine da hinten auf jeden Fall. Müssen wir vielleicht zuerst da die Quest erledigen. Heißt es eigentlich da lang? Ne, auf der anderen Seite. Ah, okay, die Toten, die liegen da. Also sind die einmal getötet, bleiben die auch tot. Okay. Man sammelt hier keine Erfahrungspunkte oder sowas. Bisher habe ich nicht das Gefühl, auf jeden Fall. Oder? Gibt es hier irgendwie sowas in der Richtung? Muss ich einmal gucken. Nenne ich Movies, Options. Controls. So, forward, back, left, right, use, view, jump, walk, items, map, lock, sword, health, next, preview. Ne, gibt's nicht. Hier gibt's das leider nicht.
Yoshi dreht wieder hinten durch. So, wo hatten wir noch mal hier die Dwemer-Ruine? Das Dwemer-Labor? Da müssen wir vielleicht erstmal unten rein. Weil nach dem Gastab funktioniert leider nicht. Da bin ich auch selber ein bisschen enttäuscht. Ah genau, hier hatten wir ja gleich diese Dedra-Statue. Dann geht's hier zum Dings. Genau, da ist. Da ist das Ding. Hier die Dwemer-Ruine. Dann müssen wir schauen, dass wir das irgendwie überstehen, schaffen, überleben. Wir müssen ja jetzt nach unten rein. So, warte. Bevor wir nach unten gehen, nochmal ein Safe Game. Der backt hier erstmal ein bisschen rum. Okay, den haben die aber auch unangenehm gemacht. Die Stimme. Muss ich ehrlich sagen. Wir riskieren das jetzt mal gleich. So, dann kommt das Ding jetzt gleich hier hoch. Nicht nach unten gucken. Ah. Autsch. Okay. Nein! Okay. Mal schnell drauf gehen. Sehr, sehr schnell. Hier müssen wir mal gleich schauen. Müssen wir jetzt mal schauen, wie wir das machen. Dadurch. Nein! Nee. Komm, da wieder hoch. Toll. Nein, nein, nein. Okay, das hat jetzt nicht so geklappt. Ja, so geht's auch. So, nein, nicht zu schnell rennen. So, wir müssen ganz genau schauen. Okay.
Cyrus! Du Idiot! Das funktioniert nur nicht, wie er will. Warte mal. Hier sind welche blau. Vielleicht müssen wir die blau sind, einmal alle drücken. Dass wir aber nicht runterfallen. Wir müssen aber schon langsam hier runterlaufen. So, das Ding hat sich jetzt aber schon bewegt. Passiert was, er sagt jetzt nothing. Das ist das erste. Der leuchtet. Der bewegt sich jetzt hier hin. Er hat sich darin bewegt, dann gehen wir jetzt nochmal hoch. Müssen wir wahrscheinlich den Stern dafür anvisieren. So. Und wieder so. Jo. Und. Nee, doch. Komm, wir gehen mal hier. Das ist die Seite näher. Nochmal nach unten. Wir stellen uns mal auf die Plattform und dann gucken wir mal, was passiert, wenn das
Das hatte ja aufgeleuchtet bei dem. So. Diese Treppe macht mich aber wirklich Angst. Sehr komische Klimatreppe. Da bin ich aber froh, dass diese Art von Treppe nicht mehr in Skyrim oder so vorkommt. Oder Oblivion. Obwohl Oblivion und Morrowind bin ich nicht sicher, ob die da vorkommen. Der ist da hinten. Dann setzen wir uns mal drauf. Nothing. Nothing. Okay, dann haben wir da noch einen blauen. Ah, okay, das ist jetzt der nächste. Der bewegt sich hier hin. Was für ein Symbol ist das jetzt genau? Gucken wir uns mal an, welches Symbol das ist. Gehen nochmal hoch. Jo, genau, spawn genau vor mir. So, und jetzt nochmal hier. So, dann können wir jetzt da nochmal rüber. Was er da unten hatte. Der hat doch das L. So. Mach keinen Ton. Der Cyrus. Ja, jetzt hat er einen Ton gemacht. Ah, und jetzt ist das der letzte, der da hinten ist. Dann müsste der jetzt aufleuchten. Nein! Achso. Gut, dass wir da jetzt nicht runterfallen. Verlieren, hätte ich jetzt wenig Lust. So, dann müsste das hier jetzt sein. Nee, irgendwie nicht. Ist noch ein Blau? Ja, wir waren jetzt gerade bei dem. Keiner mehr, glaube ich. Ich rappe gerade gar nicht. Da ist aber auch nichts drauf. Schicken wir den nochmal da hin zu, ne? Müsste jetzt eigentlich was kommen. Auch nichts. Boah, ich bin überfragt gerade. Ich bin gerade echt überfragt. Aber das Rätsel werden wir dann wahrscheinlich erst in der nächsten Folge lösen. Dann bedanke ich mich dafür, dass ihr wieder hier mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.